Herzlich willkommen zu unserem Kurs HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. So, in dieser Folge möchte ich euch nur ganz kurz zeigen, was ihr mit Blogs machen könnt oder wo ihr HTML-Programmierung und CSS-Programmierung auch mit Blogs verwenden könnt. Und hier habe ich euch mal meinen Blog auf das Fenster gebracht, mit dem ich meistens ganz zufrieden bin. Ab und zu braucht man aber eben doch was Besonderes, wenn man zum Beispiel einen viel zu langen Artikel geschrieben hat, den die Leute sowieso nie lesen werden. Und hier habe ich zum Beispiel am 12. Februar 2009 einen Artikel geschrieben zum semantischen Gedächtnis. So, und egal was das ist, ich habe ein Inhaltsverzeichnis eingefügt. Und dieses Inhaltsverzeichnis, da kann ich innerhalb von dem Artikel kann ich dann herumspringen und kann sagen, so, ich möchte jetzt mal dort und dorthin gehen. Also zum Beispiel, wie ist das Langzeitgedächtnis aufgebaut? Und da habe ich einen Link drin und dann gehe ich dorthin und schwupps, bin ich bei meinem Abschnitt über das Langzeitgedächtnis. Oder ich möchte wissen, was hat das alles mit Geschichtenschreiben zu tun? Dann klicke ich da drauf und schwupps, bin ich dort. Das ist die eine Möglichkeit, die man damit machen kann. Noch sehr primitive Möglichkeit sogar, das werdet ihr relativ schnell dann können. Oder zum Beispiel, das habe ich in einem anderen Artikel gemacht, da habe ich eine Liste mit rhetorischen Figuren angelegt und da unten drunter wollte ich dann verwandte Figuren noch einfügen und das habe ich gemacht, indem ich da auch Links reingesetzt habe und die springen auch in dem Dokument hin und her. Ich kann also hier zum Beispiel mir anschauen, was ist denn die Personifikation oder was ist die Metapher. Oder was ist die Belebung des Unbelebten und so weiter und so fort. Und kann mir dann eben immer verwandte rhetorische Figuren anschauen. So, das ist eine Möglichkeit. So, und wo programmiert man das jetzt? Das ist ganz einfach. Also ich habe hier zum Beispiel den Hintergrund, also den ihr als Blogleser gar nicht seht, aber als Blogbetreiber schon. So, und da kann ich hier oben, ich bin jetzt bei Blogger, habe ich meine Blogs, so kann ich hier oben, kann ich mir einen neuen Post erstellen, so, und kann dann zum Beispiel, ja, also jetzt bin ich hier drin und hier habe ich die Möglichkeit einmal mit einem wie ein kleines Textverarbeitungsprogramm ist das hier, mir meine Texte zu schreiben. Ich kann aber auch in HTML reingehen und kann das dann dort verändern. So, das mag ich euch jetzt aber nicht an einem neuen Artikel zeigen, sondern ich gehe jetzt einfach mal in den alten Artikel rein. Also, ja, den löschen wir jetzt hier mal. Na, jetzt hängt er mir hier rum. Das ist ja auch ganz toll. Na, will er nun oder will er nicht? So, das war hier alles gut, okay. Er will gerade nicht. Das ist langweilig. Gut. Also. Oh. Was hat er mir da gemacht? Jetzt will er. Löschen. Ja, will ich. Gut. So. Da gehen wir mal hier rein. Also in Bearbeiten, das ist ein kurzer Artikel, so mein letzter, den ich geschrieben habe. Bin gerade nicht so fleißig auf meinem politischen Blog. So. Und jetzt sage ich zum Beispiel, ich möchte jetzt Schwarmdemenz, das möchte ich besonders ausgezeichnet haben hier. Ne? Petra Pau hat eine schöne neue Vokabel ins Spiel gebracht, die Schwarmdemenz. Jetzt gehe ich mal in mein HTML-Dokument hinein. Hier seht ihr, dass hier schon einige Sachen drinstehen. Das ist übrigens nicht das ganze HTML, also bitte aufpassen, weil das schon, diese einzelnen Artikel sind schon in einer HTML-Seite drin, deshalb steht hier nicht alles, was wir brauchen. So,
Also, und ich möchte jetzt hier aber erstmal ein bisschen HTML reinschreiben und sage Schwarmdemenz, das möchte ich besonders ausgedrückt haben und sage, ich mache da die Befehle EM und Schrägstrich EM drumherum. Was das bedeutet, das sage ich euch dann später oder zeige ich euch später. Und jetzt aktualisiere ich meinen Artikel und schaue mir den an. Also. Na komm. Sehen will ich den. So, und wenn ihr euch jetzt noch dran zurückerinnert, wie das vorher ausgesehen hat, war der noch nicht kursiv gedruckt. Jetzt ist er kursiv gedruckt. Das heißt, ich kann als Blogger auch einige schöne Sachen machen hier drin. Ich habe nicht allzu viel ausprobiert, da ich immer ganz zufrieden bin, viel Text zu schreiben und die nicht unbedingt immer so leserfreundlich zu machen. Aber gut, okay, das ist eine andere Sache. So, aber wenn ihr so einen Blog führt, dann guckt, wo ihr HTML findet. Bei Blogger habe ich es euch jetzt gezeigt, aber in anderen Blogs ist genau dasselbe möglich und dann könnt ihr euch auch die Artikel individueller gestalten. Gut, das war's für dieses Mal. So, damit sind wir fertig. Mit welchem Programm oder welche Programme brauche ich, um HTML und CSS zu programmieren? Und beim nächsten Mal fangen wir dann richtig an mit der Programmierung. Dann zeige ich euch, wie ganz grundlegend ein HTML-Dokument aufgebaut ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.